Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn, wo ich mich gerade in einer neuen Aufnahmesession befinde. Was bedeutet, dass bei mir zwischen dieser und der letzten Folge, also zwischen Folge 25 und 26, auf jeden Fall nicht nur ein Tag liegt, sondern, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht, 4 oder 5 Tage habe ich jetzt nicht weitergespielt. Und ich muss mich hier selber erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Ich habe mich jetzt gerade in die Mine von Darius Cronley gerade nochmal teleportiert, weil das nächste Wegportal war. Und habe mich dann hier schon mal ein bisschen vorgekämpft, damit ich euch den langweiligen Laufweg erspare. Habe dabei zwangsläufigerweise, weil natürlich alle Monster neu gespawnt sind, ein bisschen XP gesammelt, bin aufgestiegen. Geskillt habe ich allerdings noch nicht. Das mache ich jetzt mal. Da habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Was könnte das doch gleich? Physik und Health? Nee. Hier würden wir nochmal ganz gut Punkte in Cunning. Und ich glaube, ich möchte jetzt echt erstmal hier, wie sieht es hier mit Cunning aus? Ja, da kriegen wir nur 3 dazu und hier kriegen wir wie viel dazu? Ja, okay, 4. Das macht nicht den Riesenunterschied. Dafür kriegen wir hier 30 Hitpoints und hier 34. Das macht irgendwie alles mehr Sinn. Ich packe jetzt hier einfach erstmal die Punkte rein. Mit den Skills bin ich soweit eigentlich halbwegs zufrieden. Nur mit den 3 Punkten hier drin machen wir jetzt A, mehr Schaden, B, kriegen wir mehr Hitpoints. Macht, finde ich, gerade einfach mehr Sinn. Zum Zweiten kann ich hier gerade noch einen Punkt verteilen. Den packe ich jetzt trotzdem mal in Physik. Irgendwas hatte ich gerade noch gefunden. Ach genau, Geistersperma habe ich gerade noch gefunden, was lustigerweise nicht mal von einem Geist gedroppt ist. Also hier dieses Ektoplasma, was übrigens exakt das gleiche ist wie in Titan Quest, möchte ich an der Stelle nur mal erwähnen. Aber gut. Ja, wobei ob das von den Effekten her gleich ist, weiß ich nicht, aber zumindest vom Namen und von der Grafik her. So. Ja, was müssen wir denn überhaupt? Ach genau, einmal dieses dritte Buch finden und dieses dritte Royal Jelly und dann müssen wir irgendwie mal nach Homestead kommen. Aber das steht bei mir irgendwie eher weiter hinten auf der Agenda. Ich überlege jetzt gerade, hier unten war, meine ich, der Wasp Hive. Dann gehe ich jetzt da erstmal nochmal lang. Weil irgendwo müssen wir ja da runterkommen. Also ich meine, irgendwo muss es da doch scheiß Jelly geben. Kann's ja nicht sein. Ich glaube auch, die nächsten paar Punkte werde ich erstmal in das Thermometer von der Hauptmastery hier stecken. Weil ich einfach, glaube ich, mehr Hitpoints brauche. Ich krieg einfach zu schnell auf die Fresse für meinen Geschmack. Ich meine, wir sind ja jetzt, ich schaue gleich mal nach, irgendwie 6, 7, was heißt wir, ich bin 6, 7 Mal verreckt hier inzwischen. Was schon relativ bitter ist, muss ich sagen. Ich meine, gut, ich habe nie behauptet, hier der Ultra-Pro-Hexor zu sein, aber, ne, trotzdem. Bin schon ganz froh, dass ich nicht Hardcore spiele. Du und du und du auch. Na, und du auch noch. Okay, ihr alle auch noch. Mein Gott. Ach, das geht da hinten auch noch weiter. Also zumindest kommen da gerade noch Wespen her. Lalalala. Falls ihr euch denkt so, warum ist denn der bei dem kurzen Wegstück, also wenn ihr das vielleicht mit der letzten Folge vergleicht und ihr irgendwie gerade hintereinander guckt, so, warum hat er da so viel XP gemacht? Ich musste es bedauerlicherweise 2-mal spielen, weil mir einmal die Aufnahme verreckt ist. Ich hatte halt schon angefangen aufzunehmen und dann musste ich irgendwie das Spiel neu starten und dann hatte ich irgendwie zwischenzeitlich dann doch schon 20 Gegner umgehauen, die ich dann nochmal platt machen musste, deswegen habe ich ein bisschen mehr XP bekommen. Was wollte ich denn? Ach genau. Hier wollte ich nachgucken, das war hier 6, 7 Mal, ja, 6 plus 7 Mal vielleicht. Alter, 13 Mal schon verreckt, das ist echt ein bisschen traurig. Aber nun ja, so ist es dann halt. Wishes Spikes, was auch immer die können. Mystic Skull Fetish.
Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, hier geht's dann doch eher weiter in der Story, oder? Also hier kommen jetzt auch gerade gar keine Wespen mehr. Dann gehe ich doch glaube ich, gleich nochmal eben nach unten. Oh, ich habe übrigens beim Hierherlaufen im letzten Spiel hier diesen kleinen Schlenker lang gemacht. Also hier war er noch nicht aufgedeckt. Und da war exakt außer drei Gegnern nichts. Noch nicht mal eine Kiste. Also es hat sich echt überhaupt nicht gelohnt. Aber sag mal, dass sie mich verarschen. Diese unsichtbaren Wände hier, das nervt schon ein bisschen. Vor allem die Gegner kommen da durch, aber ich kann hier nicht rübersteigen. Oh, Mann. Also da müssen sie echt nochmal dran arbeiten. Da ist der zweite Akt definitiv noch ein bisschen buggy. Aber okay, der ist ja nun auch, naja, wobei, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich gar nicht mehr so frisch. Aber hier komme ich hoch, wo alles voller Bäume steht. Natürlich, das ist ja auch vollkommen logisch. Oh, hier ist Twin Falls. Okay, in Twin Falls müssen wir weiter. Dann gehe ich da jetzt aber erstmal nicht hin, weil eigentlich haben wir ja immer noch Beef mit den Wespen. Ohne Royal Jelly gehe ich hier nicht weg. So, aber rein theoretisch, also wenn das wäre wie vorher auch, dann müssten wir doch hier irgendwo in so einen Mini-Dungeon, in so eine Mini-Höhle runter können. Aber hier ist ja nirgendwo was. Da sehe ich es einfach nur nicht. Und ich meine, es muss doch hier sein. Also, ne? Aber wobei, vielleicht könnte ich jetzt, wo ich das Spiel neu gestartet habe, auch einfach nochmal in die alte Höhle gehen. Ich gucke hier nochmal eben ganz kurz rum. Ach Gott. Wie ich die vergessen hatte. Na, kommt her. Gott, warum? Ja, natürlich. Warum? Ich meine. Ach Mann, das war doch echt nicht nötig. Hättest du nicht zu Hause bleiben können, kleinen Kuchen backen. Alter, kommt diese Shaky Cam jetzt her? Ja, gar nicht. So, und dafür sind zwei jetzt auch schon mal platt. Das ging doch noch relativ entspannt. Relativ. Jetzt verreck da. Geht doch. Toll, eine Ribbon. Super. Hier. Ach, scheiß Sixgun braucht keiner. So. Hinterland. Okay, ist das sowas wie Kindergarten? Haben die da kein englisches Wort für? Na, egal, weg damit. So, aber hier ist ja auch irgendwie offensichtlich mal nichts. Da vorne komme ich gleich nicht mehr durch. Wobei, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht war das auch einfach ein Bug in dem alten Spielstand. Aber irgendwie, nachdem wir ja vorhin bei dem großen Weg da unten schon nicht durchkamen, wage ich irgendwie zu bezweifeln, dass ich jetzt hier durchkomme. Ja. Natürlich, natürlich. Gut, dann suche ich hier erstmal weiter nach dem Buch. Das wäre doch auch schon mal was. Ich fürchte irgendwie jetzt schon, dass diese Folge den Titel Sinnlos in der Weltgeschichte rumstolpern bekommt. Aber vielleicht kriege ich ja doch noch irgendwas auf die Reihe hier. Ich glaube, das Scrap Metal, das ich da jetzt... Ach, ich weiß nicht, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit. 10 habe ich ja schon. Und irgendwie sehe ich im Moment noch nicht, dass wir irgendwo wieder Scrap Metal brauchen. Selbst da, wo wir es zuletzt gebraucht hätten, konnten wir es ja umgehen, indem wir den Typen einfach bestochen haben. Sag mal, kann er mal aufhören zu blocken? Geht doch. So, vor allem wird mir hier auf der Minimap ein fetter Stein angezeigt und ich kann da... Ah.
Ja. Nun ja. Nehmen wir das einfach mal so hin. Ich muss sagen, mit so größeren Mengen nicht ganz so starker Gegner kommt der Char hier erstaunlich gut klar. Also da rotzt er halt einfach schön durch, so wie es sein soll. Aus den Latschen geprügelt. So, hier ist alles weg. Also ich zertrete jetzt auch mal die ganzen Urnen mit, nicht dass nachher das Buch irgendwie in so einer Urne liegt. Warum auch immer. So, Mr. Storm Revenant, was hast du hier eigentlich zu melden? Ich würde ja sagen, nicht mehr viel. Ja, ich weiß, er lebt noch, aber er ist erstmal umgefallen. Das reicht mir vorerst. Derzeit kann ich hier nämlich das kleine Gemüse wegklopfen. Was? Warum hat denn jetzt wieder so viele Hitpoints? Welches hat auch den geheilt? Ach, der Priester da. Ich glaube, es hackt. Komm her! Alter, zu blöd auf den Gegner zu schlagen. Laufe ich lieber einmal drumrum, ist klar. So, und du hast mir jetzt echt noch gefehlt. So, das nehme ich mal mit. Das kann man noch verkaufen. So, ein Buch war ja hier irgendwo, ne? Aber das ist ja offensichtlich weg. Ich frage mich echt. Collect the forgotten passages within the ruins of Old Akovia. Das muss ja echt hier sein. Ach, wurde mir da nicht gerade ein Sternchen angezeigt? Haha, da ist es doch. Und eine Kiste auch noch, sehr schön und so. Boah, gibt's da mal 3000 XP für. Und da muss ich auch... Was? Die Quest jetzt gerade nochmal bekommen? Warum ist der denn schon Level 30? Das Gefühl, es droppen inzwischen deutlich mehr gelbe Gegenstände. Vielleicht haben die auch Loot 2.0 installiert. Kam gar kein Patch zwischendurch. So, einfach erstmal alles mitnehmen. Verkaufen muss ich dann eh gleich nochmal. Jetzt gucken wir erstmal in die Truhe hier. No, das sind doch schon mal über 400 Iron. Noch ein Batzen Waffen. Spirit Elixir ist mir jetzt gerade mal egal. Bam. Die Ribbon kann man auch immer noch mal mitnehmen. Oh Gott, ist das Inventar voll. Eine Rare Waffe. Aber ich befürchte... Nee. Es ist zu viel Unterschied dazwischen, als dass der Searing Ember das irgendwie raushauen könnte. Schade eigentlich. Sieht es hier so aus? Pierce Damage? Nee. Offensibility? Boah, nee. Wobei das Ding ist fast. Ich guck mal eben. Ist sogar noch besser als die Rare-Waffe. Was schon ein bisschen traurig ist. Wer schießt denn hier? Hier gerade Schussgeräusche gehört. Ach, da. Der fällt so in seinem Braun auf der braunen Treppe irgendwie nicht so auf. So, und dann können wir doch jetzt mit ein bisschen Glück hier runter zu den Wespen, wenn die hier waren. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wahrscheinlich waren sie nicht hier, sondern hier. Aber okay, gucken wir erstmal. Oh.
bisschen mehr Schaden wäre auch noch irgendwie angenehm. So, was ist hier? Nichts hier. Ach, hier wären auch nochmal Ruinen gewesen, ja? Da hätte ich... Ja, okay. Hauptsache, ich klicke erstmal die ganze Zeit nur auf den Loot, nicht auf die Gegner. Kein Wunder, dass ich 13 Mal gestorben bin. So, falls ihr übrigens noch irgendwelche Tipps habt, also ihr werdet ja wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass ich hier nicht so der Pro bin. Was nach 13 Toten wahrscheinlich auch noch niemandem aufgefallen ist. Nein, nein. Nee, also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, gerade zur Skillung oder sonst irgendwie was, ich habe mich mit Grim Dawn jetzt noch nicht so super intensiv beschäftigt, also schon einigermaßen, aber ich habe jetzt hier irgendwie nicht alle Zahlenwerte und diverse Builds im Kopf. Ich mache das gerade einfach mal so ein bisschen frei Schnauze und gucke, was passiert. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Erfahrungswerte habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kann natürlich immer ein bisschen dauern, bis ich darauf eingehe, weil ich ja auch jetzt natürlich mehrere Folgen am Stück aufnehmen werde. Und dann, die ja dann aufgenommen sind und Gott, bis ich die Folge hochlade, dauert das ja auch noch ewig. Also von daher, gut, ich muss mal gucken, dass ich da kleinere Abstände mache. Aber ne, prinzipiell Kommentare und Tipps immer gern gesehen. Kann nur, wie gesagt, ein Weilchen dauern, bis ich dann darauf reagieren kann. Einfach technisch bedingt. Nicht, weil ich langsam wäre oder so. Nein, nein. So, was gibt's hier oben noch? Da ist doch... Wow, mehr Skelette. Yippie-yay-yay. Diese Sammelt die Bücher-Quest war doch jetzt auch hart sinnlos, oder? Warum kriege ich... Alter, verliere ich hier so viele Hitpoints? Zwei Priester auch noch. Ich glaube, es hackt. Nee, nicht den. Den will ich haben. So, der ist weg. So, war ja spannend. Was ist das da unten? Ach, das ist das Kackdorf. Ja, dann muss ich ja wahrscheinlich dahin. Dann mache ich mir... Moment, dann laufe ich eben doch nochmal einen Meter. Und mache mir dann gleich nochmal ein Portal. Gehe auf jeden Fall mal in die Stadt verkaufen. Warum genau wollte ich jetzt dahin? Irgendwie macht es gerade in meinem Kopf Sinn, dahin zu gehen. Ach genau, weil ich dann näher an dem südlichen Waspipe bin und mir ein bisschen Laufweg spare, das war's. Ach Quatsch, Tarnisch, naja, egal, verkaufe ich gleich mit. So, und dann sind wir wieder da. Ach, hier brauche ich mir nicht mal ein Portal machen, hier sind wir am Anfang ja auch gestartet. So, dann gehe ich jetzt erstmal nach Devil's Crossing, dann kann ich da verkaufen. Zack, 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 wir haben noch keine Zeit! So. Das macht natürlich mal fett Lightning Damage. Ha. Ha. Das erstmal alles weg. Oh, fuck, das wollte ich gar nicht verkaufen. Gib es mir zurück. Na, damit weg. 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 Hm, 3% Attack Speed. Ah. Ah, nee, komm. Für den einen DPS. Nicht so. Ja. Hm. 35, der. Der macht das dann wieder weniger DPS und außerdem macht er kein Fizz. Nein, komm, weg damit. Ich will das doch alles gar nicht. So, dann können wir doch jetzt bestimmt noch das hier lesen. Ganz ehrlich, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das ist mir einfach zu viel dafür. Da kann ich ja eine Folge nur mit Lesen verbringen. Da, nee. Muss nicht sein.
So, das auch noch weg und das Schwert kann auch weg. Dieser Ring, ach, ich weiß nicht. So, den packe ich jetzt zum Abschluss dieser Folge noch in die Truhe. Damit er mich nicht mehr im Inventar nervt und ich nicht die ganze Zeit denken muss, ob ich den verkaufen möchte oder nicht. So, kann dahin. Dann packen wir das noch zusammen. Das kann da rüber, auch da in die Ecke. Das kann damit drauf. Was macht das eigentlich? Bleeding Damage und Bleeding Retaliation. Ja, okay. Gut, dann, ja, okay, haben wir zumindest das hässliche Buch gefunden. Und ich hoffe mal, dass jetzt mein perfider Plan aufgehen wird. Und wir in der nächsten Folge dann im südlichen Wasp Hive einfach die dritte Royal Jelly finden. Dann die Sidequest auch abgeben können und dann endlich durch Twin Falls über oder bei Twin Falls über die Brücke nach Homestead gehen können, um dann endlich mal mit der Hauptstory weiterzukommen. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen angenehmen Tag und ja, macht's gut, haut rein und tschüss.